Ich eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Badingen-Wallstätten THW Kiel, Endstand 22-28. Gratuliere Alfred Gislason recht herzlich zum Sieg und darf ihn gleich um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, danke. Also erstmal bin ich natürlich etwas glücklicher als im letzten Jahr, hier, wo wir hier verloren haben, dass wir gewonnen haben. Sah in der Halbzeit fast so aus, als würde das sie genauso wiederholen wie im letzten Jahr. Wir haben zwar sehr gut angefangen, fand ich, die ersten 10 Minuten. Und dann hat Balingen einfach deutlich besser gespielt als wir. Die aggressive Abwehr hat uns schon große Probleme bereitet. Zima hat sehr gut gehalten. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese Zusammenspiele mit den Kreisläufern zum Beispiel überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, 18 Minuten lang stand die Deckung ja ziemlich ratlos und Torhüter haben nichts gehalten. Und deswegen war das sicher die Führung zur Halbzeit mit Sicherheit verdient für Balingen. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt, etwas abgeklärter. Unsere 3-2-1-Abwehr hat auch da besser funktioniert und deswegen denke ich, dass letztendlich haben wir verdient gewonnen. Aber das war wie immer hier für uns sehr schwierig. Viel Glück weiter. Immer wieder Spaß hier. Man geht immer hier ein Jahr oder 2 Jahre älter hier weg. Aber ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Vielen Dank. Rolf, dann darf ich auch dich um dein Fazit bitten. So wie ich dich vorhin gesehen habe, bist du auch 1-2 Jahre älter geworden. Gut, ich denke, dass das nicht so wichtig ist. Wir haben in der ersten Halbzeit nahezu am Limit gespielt, wobei wir auch in der ersten Halbzeit im Abschlussverhalten, finde ich, noch 2-3 Konter vor allem nicht nutzen konnten, sodass ich gerade aufgrund dieser überragenden Torwartleistung mit 2, 4, 6, 8, 10, 11 gehaltenen Bällen in der Halbzeit, denke ich, sogar es möglich gewesen wäre, noch 1-2 Tore mehr in Führung zu gehen. Und zweite Halbzeit hat Alfred dann ja unsere Deckung gespielt und schockierenderweise ist uns gegen diese Deckung nichts eingefallen. Wir hatten sicherlich dann das Problem, auf dem langen Wechselweg gegen Kiel eigentlich den Abwehrangriffwechsel nicht machen zu können und haben dann auf halb links deswegen Bosedü wenig bringen können oder gar nicht mehr bringen können auf der Seite. Man hat gesehen, bei Lobedank war dann doch die Verletzungsgefahr oder hat schon Schmerzen gehabt und hat dann eigentlich gesagt, das geht eigentlich nicht mehr. Und gut, dann haben wir einfach gegen diese 3-2-1-Deckung Fehler über Fehler gemacht. Auch wieder in Überzahl, es nicht geschafft, Tore zu machen. Unglaublich leichte Tore nicht gemacht, also sprich die Konter. Wir haben Konterquote von 1-7. Und das ist, denke ich, was in der zweiten Halbzeit dann deutlich schlechter war. Und vor allem auch Torwartleistung, hat man nur noch 3 Bälle. Aber es ist immer dieses Wechselspiel, das dann Kiel doch immer mehr sich hat durchsetzen können, die individuellen Klasseunterschiede immer deutlicher wurden. Und in der jetzigen Besetzung haben wir offensichtlich so ein bisschen das Problem, dass wir dann in der zweiten Halbzeit die Leistung nicht aufrechterhalten können. Und deswegen war dann die Niederlage natürlich gerechtfertigt, gar keine Frage. Aber wir haben vom 16-16 bis zum 16-21, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Angriffe kein Tor gemacht und dabei noch 7 technische Fehler, unter anderem auch in Überzahl. Ja, und das ist dann einfach eine Quote, die natürlich dann nicht mehr zu halten ist und nicht mehr zu retten ist. Rolf, vielen Dank für dein Statement. Ich darf dann auch gleich unseren Geschäftsführer Benjamin Chatome sein Statement bitten. Er hat die zweite Halbzeit aus einer anderen Sicht gesehen. Hast du was anderes gesehen heute? Na, zumindest hatte ich mal etwas anderen Blickwinkel vom TV-Platz aus. Das war auch mal ganz nett. Und von daher sieht man schon das eine oder andere ja einfach vielleicht etwas besser auch. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit uns hervorragend präsentiert, konnten einen 6-1-Lauf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hinlegen, aber haben innerhalb von 3 Minuten, wenn ich die letzte Minute aus der ersten Halbzeit nehme und dann die 2 Minuten gleich zu Beginn 3 Konter verworfen. Das ist dann auch eine kleine Kopfsache, sicherlich, dass wir das nicht 60 Minuten gegen den THW Kiel so durchspielen können, wie wir das in den ersten 30 Minuten gezeigt haben, auch gerade mit der überragenden Torhüterleistung mal wieder von Martin Ziemer. Das war sicherlich klar, aber dann hat der THW einen 6-1-Lauf vom 16-16 an gestartet und da konnten wir nicht gegenhalten, haben
auch wie den ersten beiden Spielen im Jahr 2011, ein, zwei leichte Fehler zu viel gemacht, kamen dann in Unsicherheiten. Und das bestraft der THW natürlich eiskalt. Das haben sie in der zweiten Halbzeit routiniert runtergespielt. Für uns heißt es jetzt 7 Tage Vorbereitung auf das Derby gegen Göppingen. Sicherlich auch wieder etwas Kräfte sammeln, denn der ein oder andere musste in den letzten 7 Tagen schon an die Grenzen gehen. Und dann kommt der März, der, wie gesagt, entscheidende Monat aus meiner Sicht, langsam näher. Und jetzt müssen wir uns wieder fangen, zur Form finden. Und wenn die Verletzten zurückkommen, haben wir auch wieder mehr Alternativen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir dann hoffentlich auch die Erfolgserlebnisse einfahren können, die wir dringend brauchen. Benjamin, vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die drei Verantwortlichen? Ich möchte die Frage für HBW-TV-Zuschauer wiederholen. Es wurde die Frage gestellt, ob Sie noch Chancen sehen für die Meisterschaft. Natürlich sind wir 5 Punkte hinter Hamburg und das ist schon sehr viel. Und gerade weil Hamburg sich auch sehr gut präsentiert, ist es so, schon, müssen wir erstmal müssen wir sehr viel Glück haben, die müssen irgendwo verlieren, und wir natürlich selber gegen die unsere Heimspiele gewinnen. Aber wir haben das im letzten Jahr auch so gemacht. Also wir versuchen einfach uns auf uns selbst zu konzentrieren und jedes Spiel für sich so zu nehmen und schauen, wo wir stehen Anfang Juni. Also wären wir in das Spiel heute gegangen und hätten irgendwie über Hamburg nachgedacht, hätten wir sicherlich nicht hier gewonnen. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als so zu arbeiten. Haben wir auch immer gemacht. Und natürlich war das eine schwierige Saison für uns bis jetzt mit Verletzungen, aber wir kämpfen bis Saisonende und werden versuchen, einfach uns das Spiel besser und besser durchzuziehen und besser zu spielen. Und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Wir können das nicht auf eigene Kraft machen, das ist auch klar. Aber die Saison ist noch lang und das ist das Einzigartige an dieser Handball-Bundesliga, ist, dass man nirgendwo sicher ist zu gewinnen, wenn man nicht seine Leistung bringt, wenn man nicht gut spielt. Und das gibt es in keiner anderen Liga der Welt. Und deswegen ist die Liga auch so schwer. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann habe ich noch die Ergebnisse von heute Abend. Flensburg gegen den DHC Rheinland 38-25. Groß-Wallstadt gegen Lübeck 27-26 und Lemgo gegen Göppingen 27-30. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Heimspiel gegen die HSG Ahlenhamm.